So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Daisy Standalone. Ja, Leute, beim letzten Mal saß ich noch im Zelt mit den Raiden und dem Danny. Ja, Zelt war ziemlich neu alles, war auch eine interessante Sache, war super Ding, was die beiden da gemacht haben, weil ich hatte ja vorher auch noch kein Zelt gesehen. Die haben das gefunden, haben es aufgebaut und so weiter, und wir haben noch eine Runde gelootet. So, und dann auf einmal komme ich auf den Server wieder. Und was war? Ein Char-Update. Mit dem Update 053 haben sie mal wieder die Datenbanken resettet. Ja, was musste ich machen? Ich musste neu anfangen. Was gibt's Neues? Es gibt die Gefängnisinsel neu. Ja. Aber ich hatte ja noch nicht mal einen LKW gesehen und das Zelt gerade erst entdeckt, und wir wussten ja noch nicht mal, ob der Loot da drinnen bleibt oder nicht. Und naja, ich muss auf jeden Fall neu anfangen. Gut, dann bin ich auf den Server gegangen, habe angefangen zu looten, aber ich habe überhaupt nichts Richtiges gefunden und war echt scheiße so. Und dann habe ich einen Totti getroffen. Der Totti hat mich auf den Server gelotst, wo über 20 Leute drauf waren. Und er spricht auf einmal: Wo bist du denn? Ich sage zum Totti: Ja, Totti, weißt du was? Ich bin in der nördlichen Stadt da, die neue ist da, die große. Ja, ich hole dich gerade ab. Sag ich: Wie holst du mich ab? Ja, ich habe einen LKW. Ja, und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Dann hat er mich abgeholt mit dem LKW, hat mich zum großen Airfield gefahren. Ich habe hier angefangen zu looten, habe mir jetzt eine SKS und eine Axt und so ein bisschen was zum Anziehen und zu trinken und zu essen habe ich auch. Und dann habe ich gedacht: Weißt du was, jetzt der Totti musste er runter vom Server, musste aufhören. Und ja, ich habe einfach noch weiter gelootet und so weiter. Und ja, und jetzt bin ich wieder hier hingelaufen, und hier hat man den LKW abgestellt. Hier oben in die Richtung war der Airfield und hier unten der LKW. Und ihr seht, da vorne ist er. Und jetzt habe ich einfach mal vor, mit euch eine Runde zu fahren. Das würde ich mir jetzt doch nicht nehmen lassen, auch wenn es dunkel ist und alles. Weil das ist ja doch schon ein Ereignis, ne? Oder kann man das nicht so sehen? Gut, ihr seht, ich habe ein bisschen was gelootet. Ich habe auch keine goldene Kiste. Was war das denn jetzt? Eine Mutter anhören, das ist nicht laut. Wir fahren jetzt einfach mal los. Ich weiß auch noch nicht genau, wo wir hinfahren. Erstmal hier. Der ist ein bisschen schwer für dich zu fahren. Er kommt, also ich habe Totti, wo er mich hier hingefahren hat, zum Airfield, dass ich looten kann. Weil, wie gesagt, ich war im Osten in dieser großen Stadt. Und Totti hat mich dann hier wieder gefahren. Also wenn ich jetzt heil hinkomme, würde ich gerne zum Militärlager. Im Wald, das mit den Baracken, bei Balotta da unten, da würde ich jetzt gerne hin, um halt noch ein bisschen zu looten. Hier sind wir jetzt im Norden, da hinterm Erfeld der Ort, ich weiß jetzt nicht, Maschino oder so ähnlich heißt der. Das Dumme ist, ich kenne mich auf China bis jetzt auch nicht mehr so aus. Nur so ein bisschen. Und allein auf dem Server, der auch noch ganz gut mitten in der Nacht besucht ist, ist das für mich natürlich auch so eine Sache. Ja, ich sag mal, mit dem LKW, das könnte ich mir einfach nicht leben lassen, eine Aufnahme damit zu machen. Wir fahren jetzt hier rechts, oh Scheiße, was da. Schilder kann man noch nicht umfahren auf dem Fall. Ihr seht, bis der hier klar kommt. In-game soll man auch sehen können, wie schnell man fährt. Beziehungsweise auch wie voll der Tank ist. Ja, der Tank, der sieht schon ganz gut aus noch. Hier.
Tyro Plus, der geht noch nicht kaputt. Wie sagen das? War auch reiner Zufall, der Totti, der wollte den ja dann haben. Der war halt einfach nur auf einer Tour, so wie man mir erzählt hat. Er wollte sich einfach ein bisschen auf die Lauer legen. Und dann hat er einfach das Ding auf einmal oder hat durch den Wald gelaufen und dann noch einmal gut, das hat er erst mit der Begründung und heute auf der Lauer. Ich weiß jetzt nicht, wie die Wahrscheinlichkeit steht. Wahrscheinlichkeitsrechnung war dann nie mein Ding. Aber die meisten sind halt immer bei der Gefängnisinsel. Oder ich nehme mal einen ganz im Süden. Weil ich habe mir immer sagen lassen, die Gefängnisinsel. Ich werde das auch irgendwann mal, gar keine Frage. Aber im Moment halte ich das ganz einfach für. Naja, erstens mal bin
bin ich zu glücklich dafür, da runter zu gehen. Und zum zweiten muss es unter sagen lassen, das haben sie jetzt gefixt. Das wird random, wenn die Tür noch nicht alle auf. Aussteigen. Das sieht schon ganz witzig aus. Gefällt mir sehr gut. Wir können ja noch mal kurz gucken hier. Also, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass hier niemand ist. Ich werde gleich mal gucken, wie viele Leute auf diesem Server sind. Aber hier ist alles gelootet, also das ist auch kein gutes Omen. Die Frage ist, was ist das? Kenne ich nicht. Wie war das, was der Bauer nicht kennt, ne? Da ist scheint. Da ist ein Spaten. Sehr witzig. Natürlich so, ich habe natürlich das hier Wedge. Da war auch Munition, glaube ich, ne? Da liegt ein Zettel. Okay. Gut, das sind alles unbedeutende Sachen. Da hat einer einen größeren Rucksack gefunden, da hat sich einen kleinen da liegen lassen. Aber es gibt ja auch Menschen, die lassen auch schon mal das ein oder andere liegen, also. Weißt du, hier hat einer. Wollen wir uns mal bücken und wollen wir mal hingucken. Was hat denn die Damage? Mal gucken, was hier vorne ist. Jetzt du, was mal hier. Ah, hier ist noch. Also worüber ich mich jetzt sehr freuen würde. Schau mal da. Ja, ist gut. Damage oder sowas, das kannst du eh nicht mehr. Verdammt, da haben wir einen Schraubenzieher, ist ja eventuell Heiler. Okay, das hat es gebracht. Das würde bedeuten, ich muss Platz schaffen. Dann würde ich den erstmal mitnehmen. So, das war der, die Dose. Ist in Ordnung alles.
schon ganz witzig. Ja, was natürlich mich im ersten Moment hat mich das wieder ein bisschen geärgert mit dem Char Reset, also mit dem Update. Das Update grundsätzlich, also wer bei YouTube kann man ja schon bei dem einen oder anderen YouTuber schon die Aufnahmen sehen von diesen Gefängnisdings und Gefängnisinsel, das ist schon richtig geil gemacht. Also da wollen wir mal ganz ehrlich sein. Aber dafür, dass sie dafür wieder einen Char Reset machen mussten. Gut, man weiß auch nie, was da so die Beweggründe sind. Also hier bin ich davon überzeugt, dass das alles gelootet wurde, weil hier sieht es auf jeden Fall nicht danach aus, als wenn hier einer, als wenn hier irgendwie, als wenn das alles hier hingehört, sage ich es mal so rum, weil sind viele Items und so, die einfach, ich sag mal, die findest du, glaube ich, hier nicht ganz so. Spielt auch keine Rolle. Oh, was sind das für eine Waffe? Das interessiert mich natürlich. Jetzt bücke ich mich mal. Und was haben wir denn da? AKS 74, ja, das ist. Gut, Fernglas. Das Prestige, das habe ich schon als Prestige. Die AKS war die letzte Waffe, die ich hatte. Jetzt habe ich hier diese SKS, da fehlt mir noch ein gescheites Visier für. Ich könnte mal gerade was ausprobieren. So, deswegen. Ja, ein bisschen probieren. In Schwarz gefällt es mir aber auch nicht. Könnte höchstens versuchen. Ne, das war bei der AK. Hör gut. Scheiß was drauf. Wollen wir weiterfahren? Wir wollen einfach mal gucken. Es ist auch dunkel, Leute. Ihr könnt sehen, also ich spiele auch schon mal im Dunkeln. Was ja eigentlich in letzter Zeit wenig vorgekommen ist, weil ich habe ja meine allerersten Aufnahmen alle im Dunkeln gemacht. Von Daisy. Standalone. Und das hat mich damals schon angekotzt. Damals konnte man, da gab es nur so ein paar Server. Das Dumme ist, ich weiß jetzt nicht genau, wo es lang geht. Ich möchte gerne nach Palotta in das Gebäude da. Kann ich ja mal gerade machen. Ja, die Leute aufzeigen.